Und direkt danach, das habe ich tatsächlich vergessen. Daniel Wagner, euer Applaus bitte. Hi, erstmal saugeil, dass ihr mich ins Finale gewählt habt. Ich muss sagen, ich glaube, ich mache einen kurzen Text. Ist es ein Eimer Wasser, fragte die eine. Davon gehe ich aus, antwortet die andere Kerze. Das Problem ist wirklich, ich habe keine Texte mehr. Ich bin, glaube ich, mit 8. oder 10. Slam hier in Heidelberg und mir gehen die Texte aus. Deswegen lese ich jetzt einen Text, den ich zu einem Filmslam geschrieben habe. Ein Filmslam funktioniert so, man kriegt einen Film und schreibt einen Text dazu. Dann habe ich den Film bekommen, habe mich riesig gefreut. Dann hat man da Leute gesehen, die einkaufen gehen und die Einkaufswägen fressen alles, was die Leute da reinwerfen und am Ende fressen die auch die Menschen. Toll. Dazu habe ich diesen Text geschrieben. Meine Mama will mich einkaufen schicken. Ich kann nicht. Ich sitze in meinem 3 Quadratmeter Zimmer ohne Fenster, dafür aber mit riesen PC, Bett, Klo und einem Spalt unter der Tür, durch den meine Mama Pizzas schiebt. Nichts anderes brauche ich. Seit Jahren spiele ich hier alle Spiele, alle Computerspiele, am liebsten die fotorealistischen mit Blut und Blutspritzen. Geil! Früher wollte meine Mama mich noch rausschicken zum Spielen mit anderen Kindern. Dann habe ich ihr ein PC-Spiel gezeigt, bei dem man virtuell mit Kindern draußen spielt. Hab den Waffenmodus natürlich ausgestellt. Einmal wollte sie mir die Internetverbindung kappen, damit ich mir keine neuen Spiele mehr runterladen kann. Daraufhin habe ich versucht, das Internet runterzuladen. Die Festplatten hat sich später mit einem 7-Tonner abtransportieren lassen und mir das Internet aber gelassen. Heute ist es ernster. Sie hat gedroht, den Stecker zu ziehen. Dann ziehe ich auch mal auf den Stecker, die da im Krankenhaus auch an so Bildschirme angekabelt ist. Habe ich gedroht. Und natürlich nichts genützt. Warum glaubt sie mir nicht, dass ich Angst vor Einkaufswagen habe? Weil sie das Spiel Supermarkt Trolley Attack 3D-Shooter Photorealistic Fighter 3 nicht kennt. Bei dem fressen Einkaufswagen alles. Ich ziehe meinen rosa Trainingsanzug über meine feinen Rippen mit Eingriff. Duschen gehe ich nicht, bevor es keine WLAN-Dusche gibt. Ich schaff das. Ich habe Angst vor Einkaufswagen, also nehme ich halt eine Einkaufstüte. Ausgerechnet eine Einkaufstüte sollte mir an diesem Tag noch zum Verhängnis werden. Ich gehe nach draußen. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es wirkt alles so fotorealistisch. So was habe ich ja noch nie erlebt. Ich entere den Laden und gruschel die Verkäuferin an. Sie gibt mir einen Korb. Ich fülle den Korb mit Pizza und Bier und gehe zur Kasse zurück. Ich lasse mir ja viel gefallen, aber nicht, wenn mich jemand Dickes wegen meinem Pickel diskriminiert. Deshalb gegne ich auf ihre Frage, ob ich den Punkte sammel, mit Guck dich mal an. Richtest du sonst bei RTL Wohnungen ein, oder was? Nee, wirklich, die war so dick, wenn die heute hier wäre, die würden neben jedem sitzen. Danach nehme ich den Einkauf und escape den Laden. Boah, Deutschland ist ein reiches Land, ganz ohne Armut, denke ich, als ich einen Penner mit Markenbier sehe. Ja gut, vielleicht der Geburtstag, könnte man sich auch mal was tun. So, jetzt wird's gefährlich, ich muss an diesen Drahtkörben auf Rädern vorbei. Angst, Einkaufswagen sind angekettet, aber sobald sie jemand füttern Leute sie mit Lebensmitteln. Aus Angst, nicht selbst gefressen zu werden, weil Einkaufswagen ja alles fressen. So wie Tine Wittler, die verputzt sogar Wände. Doch, ich werde die Einkaufswagen besiegen. Ich bin vorbereitet. Ich hole aus meinem Rucksack meine letzte Internetbestellung. Den Benzinkanister mit Handgranate, ziehe den Ring aus der Handgranate und werfe ihn in Richtung Einkaufswagen. Halt, falsch, irgendwas war falsch. Gerade noch rechtzeitig schmeiße ich die Handgranate hinterher. Es gibt einen lauten Knall. Der Knall dauert ca. 10 Minuten oder länger. Dann rennen schreiende Menschen in Zeitlupe wild umher. Ich greife aber geistesgegenwärtig zum Benzin, übergieße die schwer verwundeten Einkaufswagen und zünde das Ganze an. Ein gewaltiges Feuer gibt dem Terror wegen den Rest. Ich rase davon. Dann Jubel, Autokorsos, Menschen stürmen aus den Häusern, feiern mich und fotografieren mich. Ihr Erlöser, es gibt Freibier, ich steige aus meinem Auto und werde als Nationalheld gefeiert. Die Mädels himmeln mich an und Germany's Next Topmodel legt mir rosa Plüschhandschellen an, um mir dann alle Wünsche zu erfüllen. Hab ich gedacht. Stattdessen sind die einzigen, die zur Party kommen, Polizisten und die legen mir gerade echte Handschellen an. Sie glauben mir nicht, dass mich die Einkaufswagen angreifen wollten, dass es Notwehr war. Und langsam begreife ich, was hier wirklich geschehen ist. Ich habe die Realität überschätzt. Das liegt bestimmt an den Computerspielen, die ich mir in letzter Zeit gegeben habe. Und nicht zuletzt an der Einkaufstüte, die hätte ich nicht rauchen sollen. Ich habe mich zuvor noch nie unbekifft einkaufen getraut. Der eine Polizist schreit mich an, während er mich abführt. Sind Sie noch ganz dicht? Ja, grinse ich breit. Einkaufswagen in die Luft sprengen. So was habe ich ja noch nie erlebt. Und dann mit 100 durch die 30er-Zone. Sie sammeln wohl Punkte. Flensburg, ja? Hallo? Ich habe hier die Welt gerettet und dafür bin ich festgenommen. Ich entgegne, deine Mutter schubst kleine Kinder vom Fahrrad und riecht danach am Sattel. Pass bloß auf, Bulle. Den Igel immer von unten auslöffeln. Auslöffeln. Während man mich in die Psychiatrie einweist, bekomme ich ein Gefühl unglaublich großen Appetits. In dem Raum, in dem man mich einsperrt, finde ich nichts als bunte Pillen, die ich alle auf einmal esse, ohne dass sie schmecken oder ich satt werde. Der Teewagen in der Ecke grinst mich aggressiv an.
Hinter mir stehen Rollstühle. Sie haben Hunger und fressen die Menschen, die sich einsetzen. Bestimmt greifen sie gleich an. Und ich bin unbewaffnet. Doch todesmutig schützen sie mich in den Kampf. Ich werfe sie aus dem Fenster. Erneut findet meine Heldentat keine Anerkennung. Ich werde von Verschwörern gepackt. Man gibt mir eine Spritze und fixiert mich auf ein Bett. Ihr seht die Ehre? Aus dem Fenster heraus erblicke ich einen Supermarkt nahe der Anstellung mit ca. 30 angeketteten Einkaufswägen. Daneben eine Baustelle mit zwei aggressiven Schubkarren. In meinem Zimmer ein Schrank mit weit aufgerissener Tür. Und ein angriffslustiger Rollstuhl. Auf meinem gefräßigen Nachtschrank eine fleischfressende Pflanze, die seit Wochen hungert. Die anderen Krankenbetten sind leer und fangen an, sich zu bewegen. Sie haben ihre Insassen bereits gefressen, keine Frage. Die Wände an der Decke kommen schmatzend auf mich zu. Auch sie sind ausgehungert. Ich bin an ein Bett gefesselt, das mich auffressen will. Ich höre ein schmatzender Schmatzender. Ich wache zu Hause, schweißgebadet in meinem Bett auf. In meiner Hand der qualmende Stummel meiner Einkaufstüte, mit der ich mein Hut abgeben wollte. Ich muss dabei eingeschlafen sein. Einkaufen gehe ich auf gar keinen Fall mehr. Und so, ich bin doch nicht verrückt. Lieber esse ich Computerchips. Der Bitburger. An Sonntagen auch meine Festplatte. Oder ich mache mir eine Buchstabensuppe aus der Tastatur. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man darin ein Haar findet. Jetzt werde ich mir mit Draht an die Steckdose ketten und Supermarkt Jolly Attack 3D-Shooter Futuristic Fighter 3 durchspielen. Und danach ein sportliches Spiel, um fit zu bleiben. Außerdem habe ich einen Emulator für Tamagotchis programmiert. Da sagt mir doch immer einer, Ballerspiele oder Kippen würde verblöden. Wobei, zuallererst probiere ich noch mein allerneuestes Spiel aus. Es heißt Slamstar. Boah, ist ja ultra fotorealistisch. Und der Festivalmodus ist der Hammer. Wie viele Leben habe ich noch? Okay. Vielen Dank, Daniel Wagner. Danke, Wagner heißt er.